Liebe von hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier bei den Osmanen im Jahr 1771. Viel ist noch nicht passiert, weil wir erstmal sehr viel organisieren mussten, ändern mussten, aber das Schlimmste ist geschafft und jetzt stehen wir vor der Entscheidung, wollen wir die Gelegenheit nutzen, Venedig anzugreifen, jetzt da Russland nicht mit dabei ist und Portugal auch nicht. Das Unschöne ist, dass wir in einen großen Krieg hier im Osten verwickelt sind. Persien hat uns dort hineingestürzt. Aber ich denke, dass wir das ignorieren werden. Persien muss diese Suppe jetzt alleine auslöffeln. Wir wollen diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Und der Krieg gegen Venedig, würde ich sagen, steht bevor. Was habe ich jetzt schon gemacht? Ich habe hier nochmal ein bisschen die Armeen umorganisiert. Ich habe hier eine Armee gebildet, die jetzt hier nach Ichel marschiert, damit sie dort in die Transportschiffe steigt, wenn die dann ankommen, um hier nach Zypern überzusetzen. Die Insel müssen wir nehmen, da ist eine Festung drauf, Kreta kriegen wir irgendwie so. Ja, und bevor wir aber jetzt loslegen hier mit diesen kriegerischen Aktionen, habe ich noch was anderes vor, denn eine Sache ist mir noch aufgefallen. Normalerweise haben die Osmanen eine noch zusätzliche Spielmechanik in ihren Staaten. Und zwar können sie Janitscharen ausheben und Paschas bestimmen. Das geht aber hier nicht, weil wir offenbar nicht diese entsprechende Regierung gewählt haben bei den Regierungsformen. Das muss eigentlich auf Stufe 1 geschehen. Und das können wir aber noch tun. Wir können das noch wechseln. Kostet zwar 10 Korruption, aber ich denke, das sollten wir unbedingt machen. Was verändert das? Erstens, die osmanische Regierung ist in vielerlei Hinsicht gleichbedeutend mit dem königlichen Haushalt. Der Harem stellt sicher, dass es niemals an Thronfolgern für den osmanischen Herrscher mangelt. Man hat eine festgelegte Dynastie, dann verbietet das den Wechsel der Regierungstypen und wir können Paschas und Janitscharen rekrutieren. Außerdem bekommen wir Legitimität, kostenunrechtmäßige Forderung minus 10%, 3 Staaten mehr und Absolutismus plus 5 Maximum. Im Moment haben wir Feudaladel, was eigentlich nicht wirklich passt. Insofern werden wir diese Veränderung durchführen. Wir müssen dann mal gleich gucken, ob unser Kampf gegen Korruption hier ausreichend ist. Nein, überhaupt nicht. Obwohl, minus 0,26 ist schon okay. Ich meine, wir sind eh ein bisschen knapp bei Kasse, müssen wir jetzt nicht noch forcieren. So, dann können wir 3 weitere Staaten ernennen und ich gucke mal, wo es sich vielleicht am meisten lohnt. Ich würde mal sagen, an der Rotmeerküste in Al-Qasim und in Al-Yamama machen wir das mal. Müssen wir mal durchklicken. Al-Qasim. Hier wird ein Staat gegründet und Kernprovinzen erschaffen. Al-Yamama. Okay. Und die Rotmeerküste. Wo haben wir sie? Kordofan, Senna, Oman, syrische Wüste. Ja? Hier ist sie. Hier ist sie. Auch hier wird ein Staat erschaffen. Okay, dann haben wir die Sache durch. Und jetzt gucken wir uns mal an, was so ein Pascha leisten kann. Hier sehen wir es. Also wir können Paschas ernennen. Das führt in dem Staat zu den Effekten, dass die Gebäude teurer sind, aber dass die Unruhe reduziert wird und der Unterhalt der Staaten reduziert wird. Das ist insofern interessant, da wo man dann Erlasse hat, da lohnt sich das richtig. So, mit Janitscharen können wir gewissermaßen für Militärpunkte einfach Einheiten rekrutieren, unabhängig von unserer Manpower, was ziemlich stark ist. Allerdings kostet es, glaube ich, auch doppelt so viel, kosten die im Unterhalt. Und es kann sein, dass sie sich irgendwie, da gibt es noch eine Krise, dass sie sich so ein bisschen in den Staat mit einmischen. Hier haben wir das Putsch der Janitscharen. Das kann unter bestimmten Umständen passieren. Ja, ich werde aber tatsächlich jetzt erstmal Folgendes tun. Wir werden uns mal hier auf dem Kartenmodus Manpower die Staaten rauspicken, die besonders wichtig sind für unsere Manpower. Wegen Konstantinopel werde ich hier militärische also, das ist ja eigentlich nur die einzige Provinz, die hier richtig stark ist. Werde ich aber trotzdem machen, militärische Rekrutierung. Und dann hier auch ein Pascha ernennen. So, und jetzt machen wir das hier in diesen Staaten weiter. Weil das ist das, was wir jetzt hier im Krieg haben wollen. Und hier ernenne ich immer Paschas, weil es das dann insgesamt günstiger kommt. Okay, dann haben wir hier noch einen ganz guten Start. So, das sollte uns ordentlichen Manpower-Zuwachs bringen.
Ja, hier unten ist noch ganz interessant. Zypern ist da mit dabei. Na komm, dann machen wir hier noch. Okay, und den Rest lassen wir einfach mal. Gut. So. Jetzt geht's los. Jetzt geht's im Prinzip ans Krieg erklären. Mehr ist da jetzt nicht großartig zu tun. Wir stehen mit unserer Flotte dort bereit. Vielleicht könnte man noch irgendwo einen Moment finden, wo man eine gegnerische Flotte mit abfangen kann. Hier sind Schiffe des Kirchenstaats. Die sind vielleicht interessant. Ja, wir werden dann hier sowieso blockieren. Oder fahren wir da mal mit rein? Ne, wisst ihr was? Wir greifen jetzt an. Wir fackeln jetzt nicht lang rum. Tunesien soll mitkämpfen. Und das ist der Krieg, den wir führen wollen. Und wir führen einen Imperialismuskrieg. Und damit beginnt es, liebe Leute. Es beginnt. So, wir kämpfen gleich gegen 4 venezianische Schiffe. Hier irgendwo auch. Gegen 1. Das ist auch gar nicht so übel. Und dann, ja, marschieren wir voran. Jetzt müssen wir uns bloß noch mal kurz die richtigen Anführer suchen. Hier nehme ich mal den 6er Nahkampf mit rein. Der geht durch nach unten. Und hier kommt noch der andere, den hier. Der marschiert mal nach Ragusa. Und ja, dann haben wir diese Truppe. Ich würde mal sagen, die teilen wir mal ganz frei auf. Du kommst hier hin. Die werden auch nochmal aufgeteilt. Einer dort, einer dort. So, und dann haben wir noch Isoki und das wäre es dann erstmal. Viel weiter können wir, glaube ich, auch nicht marschieren. Da kommt aber schon ein bisschen Nachschub, wie ich sehe. Na gut, dann schauen wir mal. Das erste Schiff des Gegners ist vernichtet. Sachsen ist mit dabei, der Kirchenstaat auch. Und es kommt hier auch gleich zu einem... zu einer Schlacht gegen den Kirchenstaat. Aha, hier haben wir gewonnen. Haben die Schiffe erledigt. Dann fahren wir hier direkt mal schnell hinein, damit wir da nochmal helfen. Gegen die 41 venezianischen Schiffe. Das ist ja ein schönes Timing eigentlich. So, 2 Schiffe des Kirchenstaats sind vernichtet. Ja, leider scheint der Feind geflohen zu sein. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist, wie es ist. Hier unten gibt es noch kleinere Gefechte. Okay. Dann steigen wir mal hier noch mit ein. Und ihr fahrt mal direkt zurück. Oh, die große Flotte von Venedig ist ausgelaufen. Das ist ja eine schöne Gelegenheit, hier einzugreifen. Und es kommt schon zu ersten Gefechten, weil hier 3000 Männer rumlaufen, die das vermutlich zutiefst bereuen, dass sie das tun. Ja. Die sind erledigt worden. Ah, verdammt, die Flotte ist schneller im Hafen, als wir dort sind. Schade drum. Gut, hier beginnt jetzt die Belagerung. Während wir hier noch einen kleinen Sieg errungen haben, fahren wir in die Adria weiter. Ja, hier ist immer die spannende Frage. Also ich werde hier nicht die Truppen abziehen, weil jederzeit hier größere feindliche Einheiten auftauchen können. Da müssen wir schon ziemlich gesammelt sein. Und im Übrigen in der Nachbarschaft sind ja auch volle Armeen. Also ich sag mal, was ich meinte ist, dass ich hier nicht die Truppen abspalte, dass es optimal ist. Ich meine, wir brauchen hier auch 24 benötigte Regimenter. So viel ist da auch gar nicht abzuspalten. Gut. So, das ist noch eine Sammlung einer neuen Armee aus Resten, die hier so im ganzen Land verstreut waren. Und vor allem bin ich jetzt gespannt, wie weit ist denn die Transportflotte? Oh, die braucht noch ein relativ großes Stück dort. Die kann uns im Moment erstmal nicht helfen. Tunesien ist schon mit ihren Flotten, sind schon mit ihren Flotten sehr aktiv, das gefällt mir. Und wir haben die erste Provinz besetzt. Französisch Kolumbien möchte einen Militärzugang, weil sie hier irgendwie mitkämpfen. Ich glaube gegen Dänemark. Aber das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Warum sind hier 7000 Mann hingezogen? Wo kommen die plötzlich her? Kommen die von uns? Nicht, dass ich wüsste, ich ziehe sie mal zurück. Möglicherweise ist da ein Fehler geschehen. Können wir eigentlich noch nach Bosnien gehen? Na, nur über so einen Mega-Umweg. Aha, wir können also durch Polen marschieren. Das heißt, der Gegner kann auch durch Polen marschieren. Zumindest bis hierhin. Ich glaube, das lassen wir mal. Wir bleiben mal hier beieinander.
So, die nächste Armee ist da. Du kannst dich da aber schon mal hinbegeben, damit wir uns dort vereinen. Ragusa ist auch in unserer Hand. Ja, und jetzt müssen wir Geduld haben. Nach Dalmatien können wir so nicht. Ja, jetzt müssen wir einfach das hier erledigen. Und ich würde direkt mal sagen, wir nutzen die 53. Wir geben das aus, weil das so eine Achterfestung, das dauert schon sehr, sehr lange, wenn man die hat. So, irgendwo werden wir angegriffen. Oh, sehr schön. Dann ziehen wir hier mit unserer Flotte mit rein. Gut, die nächste Provinz ist dort unsere. Und es kommt zur großen Schlacht hier. Aber wieder konnte der Gegner fliehen. Was ärgerlich ist. Hm, vielleicht sollten wir hier doch noch... Ja, und da ist die venezianische Flotte wieder ausgelaufen. Vielleicht sollten wir die Flotte ein bisschen besser aufteilen. Okay, da drüben gibt es jetzt Informationen aus dem anderen Krieg, der uns jetzt hier nicht weiter betrifft. Hier ist eine relativ große Flotte des Kirchenstaates. Hm. Tja, sollte man die erstmal jagen, bevor man hier irgendwie weitermacht? Das Blöde ist, mit den 34 Schiffen werde ich nicht weit kommen. Vielleicht... Hm, 53. Man könnte natürlich hier Schiffe abtrennen. Mit den 125 werden wir immer noch fertig. Vielleicht machen wir das. Wir können uns das, glaube ich, erlauben, mal eine Menge abzutrennen. So, ich würde mal sagen, wir trennen mal 10 Großschiffe ab und dann eine Menge von den Fregatten. Tja, vielleicht hätte ich lieber halbieren sollen. Aber es muss jetzt schon ein bisschen bedeutsamer sein. Ich würde mal sagen, 50 nehmen wir mal hier mit. Die vereinen wir mit der Flotte und dann agieren wir mit der vielleicht. Und falls die Venezianer rauskommen, haben wir, glaube ich, immer noch ausreichend, um dort gegen anzugehen. So, die haben sich gegenseitig irgendwas verliehen. Das interessiert uns nicht so sehr. Okay, Frankreich möchte Militärzugang. Das machen wir natürlich, weil sie unsere Freunde sind. Und diese 94 Schiffe, ja, wo ist denn jetzt der Gegner hin? Ach, der ist hier bei uns, in die Ägäis. Na gut, dann auf. Jetzt haben wir keinen zweiten Admiral, aber ich denke, die Venezianer kommen dort nicht raus. Deswegen wechseln wir mal den Admiral. Und warten dort weiter auf die Belagerung. Hier haben wir nicht genug Versorgung. Das ist unschön. Dann müssen wir leider hier einen weiter weggehen. Und hier warten wir immer noch sehnsüchtig auf die Transportschiffe. So lange können wir nicht nach Zypern übersetzen. So, Sachsen hat Eger besetzt. Okay, eine sächsische Armee kommt von Norden. Gut, das wird jetzt natürlich interessant. Sie werden jetzt diese Festung angreifen. Tja, jetzt ist die Frage. Ach, hier haben wir ja noch zwei Armeen. Ich würde sagen, wir spalten uns mal auf. Eine Armee marschiert hier hin, eine dort und ihr dorthin. Mit drei müssten wir hier, denke ich, auch erstmal klarkommen. Und dann versuchen wir den Sachsen dort im Norden etwas entgegenzusetzen. Hier sammelt sich immer noch eine weitere Armee, die wir noch zum Einsatz bringen können. Und hier unten kommt es möglicherweise zur Seeschlacht gegen den Kirchenstaat. Ja, sehr gut. Ich hoffe, wir sind überlegen. Der Gegner ohne Befehlshaber. Aber ich denke, das sieht gut aus und wir bekommen auch gleich Unterstützung. Das heißt, wir sollten hier vielleicht nicht so lange bleiben, sondern erstmal hier. Ja, und jetzt ist es halt wirklich schlimm, dass die Festung so unmodern ist. Das bedeutet, dass die Polen hier gleich durchbrechen werden. Wir werden Mirsi Ordusur. Ne, wie heißt der? Quatsch, nicht Mirsi Ordusur. Numan Nafsherli, den werden wir dorthin beordern. Okay, der Gegner konnte leider wieder fliehen. Oder, ja, der Gegner konnte fliehen. So, wohin flieht er? Vermutlich in seinen Hafen.
Da drüben haben wir noch Schiffe des Gegners. Tja, ich meinte, wir könnten natürlich den gegnerischen Hafen jetzt... Okay, Darlehen wird verlängert. Den gegnerischen Hafen jetzt... blockieren, damit die Schiffe nicht mehr rauskommen. Das wäre natürlich ein Weg. So, wir haben jetzt hier Sachsen, die sich wieder zurückziehen. Die Dekan-Nachrichten sind nicht mehr so relevant für uns. Wir warten jetzt mal auf zwei Armeen. Polen, Spionagenetzwerk. Das bringt mich zu meinen Spionagenetzwerken. Wir haben nämlich in Russland noch was. Und ich würde mal sagen, wir werden Kaufleute verleumden. Das bedeutet nämlich, dass sie noch weniger Geld haben und hoffentlich ihre Schulden nie wieder zurückzahlen können. Und in Warschau, was machen wir da? Was machen wir da hier mit unseren Spionen? Rekrutierung sabotieren finde ich da gut. Okay. So, jetzt wo die andere Armee abgezogen ist, denke ich, gehen wir hier rein. Dadurch, dass das unsere Burg ist, sollten wir nicht den Fluss Malus bekommen. Auch wenn uns das hier angezeigt wird. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Schauen wir uns die Schlacht an. Der Gegner hat sogar... Nee, das ist der Geländemalus. Flussmalus gibt es nicht, erfreulicherweise. So, gegen 7000 Mann brauchen wir jetzt nicht noch mehr reinziehen. Außer natürlich, die Armee kommt da dazu. Ja, macht sie auch. Mit Gewaltmarsch. Dann müssen wir natürlich jetzt auch alles da reinbringen. Ebenfalls mit Gewaltmarsch. Müssen wir versuchen, vorher da zu sein. Dann kommt es nämlich jetzt schon zur ersten großen Schlacht gegen die Sachsen. So, hier wird weiter belagert. Das läuft soweit. Hier haben wir noch eine weitere Armee. Ich würde mal sagen, die bringen wir dann auch jetzt schon mal zur Front. Und sind... Was haben wir hier? Ah, schaut mal, die Transportschiffe sind gleich einsatzbereit. Das heißt, hier wird es zur nächsten Schlacht kommen. Gut. Machen wir vielleicht mal nicht so schnell. Die Sachsen sind schneller als wir da gewesen. 13. Juni in 6 Tagen. Ah. Okay, ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig, Leute. Das ist ein bisschen blödes Timing wieder gewesen von mir. Hab nicht gut aufgepasst. Oh, das war aber hauchdünn. Hauchdünn. Und jetzt kämpfen wir auch nicht mal gut. So, jetzt sind wir mit 100.000 Mann da. Also jetzt sollte es was werden. Unsere Moral. Wartet mal, maximale 7,51 und dort auch 7,51. Aber das ist erbärmlich, ne? 9-0. Das ist echt ein Trauerspiel, Leute. 9-0. Schaut euch das an. In dieser entscheidenden Phase. Kommt, jetzt 4-8. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das kann nicht wahr sein. Es geht mal wieder gut los. Das, okay, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, weil ich vom Timing her nicht gut war, aber... Das war auch ein bisschen Würfelpech, aber das wird uns nicht groß, das wird uns jetzt nicht groß zurückwerfen. Prognostiziere ich mal. Wie kommen da eigentlich 100.000 Mann hin? Haben die Sachsen 100.000? Nicht übel, muss ich mal sagen. Nicht übel. Respekt. So, mal gucken, ob das jetzt ein bisschen erfolgreicher wird. Transportschiff rausfahren und landen. Wir gucken mal, wann wir da sind. 13. August. 1,5 Monate Landungsoperation. Ja, das ist immer herrlich in diesem Spiel. Wo droht eigentlich ein Rebellenaufstand? 80% osmanische Revolutionäre, Sturz der Regierung. Hallo? In 0,3 Jahren? Was geht denn hier ab? Okay. Dabei ist das Revoltenrisiko gar nicht so dramatisch. Wartet mal. 452.000 Mann kommen dann. Was ist denn hier los, Leute? Bei einer Stabilität von 3, Kriegsmüdigkeit auch ganz gering. Wie kommt das denn bitte zustande? Wo ist denn hier, ich sehe hier teilweise, warum ist hier Unruhe zum Beispiel? Wir sind grausam, okay. Regierungssystem, Unzufriedenheit. Autonomie verringert. Ja, das war der Vorgänger. Was ist denn diese Unzufriedenheit allgemein? 2. Ist das hier so ein blöder Wert durch die Revolution? Muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Unzufriedenheit. Unruhe. Es gibt starke Unzufriedenheit mit unserer Regierung. Läuft
am 8. April 1775 aus. Das könnte ein Wert sein, der durch ein Event kam, bevor wir hier das übernommen haben. Und dabei haben wir schon den Unruheberater, minus 2. Hoi, hoi, hoi. Schwierig. Können wir das noch irgendwie verhindern? Rebellen unterdrücken kostet uns 215. Dann würden wir eine Republik werden, wenn die gewinnen. Wir müssen das jetzt machen. In dieser Kriegszeit können wir das nicht dulden. Ich meine, das ist sehr, sehr viel Militärpunkte, aber es geht einfach nicht anders. So, jetzt muss da erstmal unsere Armee fliehen. Die Festung da oben wird fallen. Leider, leider, unsere neue Baustelle, unsere neue Festung ja noch lange nicht fertig. Bleib mal lieber hier stehen. Man weiß nie, wo sie dann durchbrechen werden. So, das ist schon mal ausgelaufen, entehrtes Bündnis. Das ist nicht schlecht. 3,7 Verluste haben sie da auch. Okay, unsere Manpower ist zum Glück noch ganz stabil mit 197.000. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir uns erstmal hier so ein bisschen auseinander dividieren. Dass die Einheiten sich wieder möglichst schnell erholen können und wir zurückschlagen. Gott sei Dank ziehen sie nördlich ab. Aha, ich sehe gerade, das ist also auch die fast komplette Armee der Venezianer, die dort oben hingezogen ist. Das ist also gewissermaßen unsere Schwachstelle. So, jetzt geht's in Zypern los, Leute. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Glück, auch wenn wir natürlich diese minus 3 haben. Aber der Gegner würfelt wieder gut. Aber ich denke, diesmal werden wir gewinnen, oder? Okay, da ist zumindest der Sieg unser. Hervorragend. Und der Gegner wurde komplett vernichtet. Okay, Zypern wird belagert. Und hier oben werden wir diese Festung verlieren. So. Aber wir, da hier niemand jetzt uns bedroht auf dieser Seite, können wir kaum nämlich relativ schnell hier Truppen abziehen im Falle eines Falles. Beziehungsweise marschieren hier schon mal hin, sicherheitshalber. Und die anderen, die lassen wir hier noch Zeit, dass sie sich wieder stärken. Okay, liebe Leute. Ja, dann machen wir erstmal Pause. Trotz dieser Niederlage, die wir erlebt haben. Und was ist hier eigentlich? 50 Schiffe des Kirchenstaates sind hier. Wo ist unsere zweite Flotte? Wo haben wir die jetzt eigentlich stehen? Ah, wir haben die Schiffe nicht gefunden gehabt. Die sind wieder ausgelaufen. Dann können wir da nochmal hinfahren. Das ist soweit in Ordnung. Ja, okay, was... ihr kennt das ja, ich verliere gern mal größere Schlachten, um am Ende dann doch noch irgendwie den Krieg zu gewinnen. Ich hoffe, so wird es diesmal auch laufen. Was sehe ich erfreulicherweise? Dass die Tunesier hier mit 48.000 Mann anmarschiert kommen. Ich hätte mir natürlich eher gewünscht, dass sie vielleicht hier mal anlanden. Das könnten wir ihnen, glaube ich, auch sogar sagen, ne? Wisst ihr was? Das machen wir mal. Wir sagen, sie sollen Rom bitte belagern. Dann werden sie jetzt wieder umkehren, aber wir brauchen sie dort eigentlich auch nicht. Gut, genug gequatscht. Pause hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.